Wow, seht ihr die? Hier im Zoo gibt es so coole Tiere. Aber wisst ihr, was noch cooler ist? Sich um die Tiere zu kümmern. Und diesen Beruf hat die Tierpflegerin. Und den schauen wir uns heute zusammen an. Na, schon gespannt? Kommt mit! Hallo! Hallo, Clara! Das ist Elisa. Sie arbeitet hier im Zoo von Berlin. Und für welche Tiere bist du so zuständig? Also ich bin zuständig für die Tapire, für die Wasserschweine, die Laufvögel, für die Kängurus, für die Pferde und für die Antilopen. Boah, das sind ja ganz schön viele. Und was sind so die wichtigsten Tätigkeiten einer Tierpflegerin? Am wichtigsten ist natürlich das Sauberhalten der Stallungen und Anlagen. Ansonsten halten wir auch kleinere Reparaturarbeiten ab und müssen uns natürlich insgesamt um das Wohlergehen der Tiere kümmern. Also wir beobachten auch, wie es ihnen geht, ob irgendjemand kränkelt, sich anders verhält als sonst und verständigen dann im Fall der Fälle den Tierarzt und assistieren ihm bei seinen Untersuchungen. Und ein natürlich ebenfalls wichtiger Teil meiner Aufgaben ist die Futtermittelzubereitung und das Füttern der Tiere. Und ja, du hast Glück, wir können das jetzt gerne zusammen mal machen. Ich habe da was vorbereitet, kannst einfach mit mir mitkommen. Super. Also wir gehen jetzt in unser Südamerika-Haus. Mhm. Ja, da wohnen unsere Tapire, die Capybaras, die Alpakas und die Nandu-Henne. Mhm. Wir gucken mal, meistens liegen die am Wasserbecken. Und die sind nicht gefährlich? Nee, bei den Capybaras nur darauf achten, dass du, wenn du fütterst, das Knäckebrot ein schön langes Stück nimmst am besten, dass sie dir dich in die Finger zwicken, aber das passiert eigentlich nicht. Okay. Also habe ich noch nicht erlebt. Und dann verstecken wir was, schmeißen sie uns ja gleich alles raus. Genau, am besten hältst du es denen einfach so hin. Und keine Angst haben, die beklettern ein. Okay. Genau. Und das hier vorne ist unsere Mali, das ist die Mutti. Achso, also so die, auch die Chefin und so? Ja, nee, Chefin nicht. Chef ist eigentlich Augustin. Der liegt jetzt da hinten mit eins seiner Jungtiere. Genau. Und das ist der Wurf vom letzten Jahr und hier der Wurf von diesem Jahr. Die kleineren, genau. Genau, und der Augustin übernimmt auch manchmal die Kinderbetreuung, relativ häufig sogar. Also ist eine richtige Familienbande. Und was ist das, was wir hier denn füttern? Also wir verfüttern jetzt gerade Felinchen. Wenn das der ein oder andere nicht kennt, das ist quasi Knäckebrot. Und das ist für die Wasserschweine wie für uns Schokolade. Das kriegen sie also als Leckerli, damit sie eben hierher kommen und wir sie auch anfassen können und so weiter. Genau. Ansonsten bekommen sie abends immer ihre größte Mahlzeit. Und die besteht aus Meerschweinchen-Pellets, weil Capybaras sind ja Meerschweinchen-Verwandte. Ganz viel Gemüse verschiedenes, zum Beispiel Möhren, Fenchel, Sellerie, Futterrübe. Genau. Und dazu noch ganz viel Salat und Kräuter. Und den ganzen Tag steht ihnen Heu zur Verfügung. Ja. Aber die sind hier meistens unterwegs und grasen. Wie oft am Tag werden die dann gefüttert? Die bekommen abends ihre Mahlzeit, ihre große Mahlzeit, damit sie reinkommen, als Belohnung sozusagen. Und ansonsten haben sie den ganzen Tag über Heu und Gras zur Verfügung. Da können sie sich bedienen, so oft sie wollen. Okay. Und bist du nur für diese Tiere zuständig oder fütterst du auch noch andere und kümmerst dich um die? Also, ich fütter alles hier, was auf dem Erweiterungsgelände liegt. Also auch die Kängurus, die Antilopen, die Laufvögel. Genau, das ist bei uns so eingeteilt, dass wir feste Mitarbeiter in den Revieren haben, aber auch Springer. Das heißt, die sind für mehrere Reviere mehr oder weniger zuständig und werden dann je nach Bedarf eingesetzt. Genau, und ich bin aber hier fest auf dem Erweiterungsgelände. Okay. Also du hast uns ja schon gesagt, dass du die Tiere immer füttern musst. Und was hast du noch so für Aufgaben als Tierpflegerin?
Also als Tierpflegerin muss ich die Tiere eben nicht nur füttern, sondern auch natürlich auf ihren Gesundheitszustand achten. Das machen wir meistens morgens. Wenn die Tiere sowieso alle einmal reinkommen und abgefüttert werden, können wir sie uns alle in Ruhe angucken und schauen, ob alles okay ist. Hat jemand irgendwelche Verletzungen? Verhält sich komisch? Genau. Und ansonsten zählt zu unseren Aufgaben natürlich noch die Assistenz der Tiermediziner. Also wenn ein Tier vom Tierarzt untersucht werden muss, assistieren wir dabei. Und natürlich müssen wir kleinere Reparaturarbeiten auch erledigen an den Anlagen. Wichtig ist auch das Tiertraining. Das jetzt hier zum Beispiel ist nur möglich, weil die Tiere trainiert werden. Ansonsten könnten wir die jetzt hier nicht so entspannt streicheln und anfassen. Hast du auch etwas, was du am liebsten machst? Also am liebsten mache ich natürlich das Tiertraining oder generell alle Aufgaben, die mit dem direkten Tierkontakt zu tun haben. Weil man dabei natürlich die Bindung zum Tier stärkt und das einfach der größte Lohn für die Arbeit ist, weil Tiere sehr dankbar sind und das auch durchaus zeigen können. Und wie zeigen Sie das? Also bei den Tapien zum Beispiel merke ich ganz eindeutig, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, wenn ich traurig bin oder so, dann kommt insbesondere der Pablo ganz gerne an und weiß genau, wie er mich wieder aufmuntern kann, ist dann sehr kuschelbedürftig, genau. Darf ich ihn auch mal streicheln? Na klar, wir gehen mal den Pablo suchen und dann können wir das gerne machen. Okay. So. Also am liebsten hat er das hier, so unterm Kopf gestreichelt zu werden. Und wenn man dann parallel noch am Popo streichelt, legt er sich eigentlich recht schnell hin. Oder er muss erst den Eimer untersuchen. Der ist schon leer, Schatz. Und kriegen die das gleiche Essen wie die Capybaras? Nee, unsere Tapire bekommen hauptsächlich Gemüse auch, genau, aber zu diesen Besuchen, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir ihn so streicheln und so, dann bekommen sie Möhre und Apfel. So, und schon liegt der Süße und dann kann man ihn hier überall kraulen, das findet er ganz toll. Kann ihn überall anfassen, genau, bei solchen Gelegenheiten kann ich auch immer gut gucken, ob mit den Füßchen alles okay ist und mit den Zehen, also man kann ihn dann wirklich überall untersuchen. Der ist ja richtig entspannt und kuschelig. Und kannst du mir ein bisschen was über die Tapire erzählen? Wie sind die so? Tapire sind sehr, sehr friedvolle Tiere, sehr freundliche Tiere, insbesondere die Flachland-Tapire. Es gibt insgesamt 5 Tapirarten. Und genau, die Flachländer sind die drittgrößte Art. Am größten sind die Schabracken-Tapire, die sind eigentlich auch sehr bekannt, sind die schwarz-weiß gefärbten. Und sie werden so circa 220 Kilo schwer, also haben ordentliches Gewicht. Deswegen muss man auch immer aufpassen, wenn die sich dann auf einmal umfallen lassen, dass man nicht mit umgestoßen wird. Und ja, sie sind dämmerungsaktive Tiere in freier Wildbahn und eigentlich Einzelgänger. In zoologischer Haltung werden sie aber gerne paarweise gehalten. Auch beim Pablo merkt man das oft, dass er wirklich gerne in Gesellschaft von Hydra ist. Also sie fressen am liebsten Gräser, Kräuter, Blätter, Wasserpflanzen gelegentlich auch und Wurzeln und Rinde. Wie ihr schon merkt, sind Tapire sehr friedliche und entspannte Tiere. Und kannst du mir noch ein bisschen mehr über das Tiertraining erzählen? Na klar, ich trainiere hier die Alpakas. Wir können gerne mal hingehen und dann erkläre ich dir was dazu. Ja, super. Also das sind unsere Alpakas. Hier auf der Anlage sind nur Stuten. Da haben wir noch eine kleine zweite Gruppe, bestehend aus Hengsten. Also beide Gruppen werden von mir trainiert. Also Tiertraining hier im Zoo bedeutet nicht, dass die Trainer den Tieren Kunststücke beibringen, sondern um medizinische Untersuchungen stressfreier durchführen zu können und um tierpflegerische Abläufe zu erleichtern. Was hast du ihnen denn da schon beigebracht? Zum Beispiel, dass sie morgens in ihren Stall kommen, zur gleichen Zeit immer, wenn wir halt kommen und den Schieber aufmachen, kommen sie von alleine rein, wir müssen sie also nicht dazu zwingen. Und wie habt ihr das geschafft, dass sie morgens immer von alleine in den Stall kommen? Also beim Tiertraining arbeitet man immer mit positiver Bestärkung. Das bedeutet, wenn das Tier ein Verhalten zeigt, was wir gerne hätten, dann wird es dafür belohnt. Zeigt das Tier ein Verhalten, was wir nicht gerne hätten, passiert einfach gar nichts. Es wird also auf keinen Fall bestraft, sondern es wird immer für das richtige Verhalten belohnt. Das heißt, wir haben angefangen, den Schieber zu öffnen, dann prägen sich die Tiere schon mal das Geräusch ein und dann stehen wir im Stall und klappern mit dem Futter und dann kommen sie eigentlich direkt angelaufen. Alpakas sind sehr schlaue Tiere, sie wissen genau, wenn dieses Geräusch ertönt, bekommen sie Futter
Und wenn sie dann im Stall stehen, dann bekommen sie dort ihr Futter. Das ist quasi ihre Belohnung. Und dann kann man den Schieber schließen und dann ist alles gut. Genau. Und jetzt bin ich so weit, dass ich bei einigen, nicht bei allen, das Halfter umlegen kann. Ich kann es zumachen und ich kann mit ihnen auch bestimmte Wege absolvieren am Strick sozusagen. Und ja, das ist zum Beispiel von Vorteil, jetzt insbesondere bei den Alpakas, wenn ihre Zähne gemacht werden müssen. Die wachsen nämlich dauerhaft und wenn sie sich nicht schnell genug abnutzen, dann müssen wir da nachhelfen. Dann kommt sozusagen der Tierarzt und kürzt die Zähne. Und damit sie da eben stillhalten und fixiert werden können, ist es ganz praktisch, wenn die sich am Halfter irgendwo anbinden lassen. Ja. Lisa, gibt es eigentlich auch was du am liebsten magst in deinem Beruf? Na klar, am liebsten mag ich natürlich alle Situationen, in denen ich direkt zu den Tieren Kontakt habe. Zum Beispiel beim Tiertraining oder wenn wir mal am Ende des Tages noch 10 Minuten Zeit haben und uns einfach zu den Tieren setzen können und sie noch mal ein bisschen durchknuddeln dürfen. Cool. Und gibt es auch etwas, was du nicht so gerne magst? Ja, also ist relativ wenig, sonst würde ich den Beruf ja nicht machen. Aber sowas wie Beckenschrubben ist schon ziemlich anstrengend körperlich und das macht man dann natürlich weniger gerne. Ja. So, Clara, dann bedanke ich mich für dein Interesse an meinem Beruf. Ich muss jetzt noch die Tiere abfüttern, die kriegen jetzt alle noch ihr Abendbrot. Du kannst dich natürlich noch gerne weiter im Zoo umsehen. Ja, danke. Okay, und danke, dass ich mir deinen Beruf so toll angucken konnte. Bitte, bitte. Okay, tschüss. Tschüss.